und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Wurde zur mächtigen Battlecat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Vorsichtig, Sohn. Der letzte Laserstrahl war ein bisschen zu nah dran. Ich weiß. Es wäre das Letzte, was ich wollte, einem von ihm weh zu tun, aber... Oh, sie kommen näher. Ich werde versuchen, Man-at-Arms zu erreichen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Radio. Man-at-Arms? Man-at-Arms? Hier ist Hova. Kannst du mich hören? Vater, Vater, was passiert, wenn Man-at-Arms nicht zu uns durchkommt? Man-at-Arms kommt immer durch, mein Sohn. Man-at-Arms, komm bitte. Duncan? Teela, könnt ihr mich hören? Wir sind in Schwierigkeiten. Wir brauchen Hilfe. Hova, Man-at-Arms hier. Wir können euch empfangen. Wir tun unser Bestes. Es hat keinen Zweck. Sie können uns nicht empfangen. Die Lage auf Selkie Island wird immer schlimmer, Teela. Ich arbeite so schnell ich kann. Nach dem Versagen ihres Kraftschildes kann nur noch der VHO sie retten. Nun... Er ist beinahe fertig zum Testen. Ach, ist das nicht ein wunderschöner Tag, Orko? Ja, das stimmt. Alles ist ruhig und friedlich. Mir fällt nichts ein, was einen so schönen Tag wie heute verderben könnte. Was ist das? Es kommt aus dem Laboratorium. Lass uns mal nachsehen. Wartet auf mich! Untersuche jeden Ton. Wo bin ich? Nein, meine Ohren! Teela, was geht da vor? Hey, Man-at-Arms! Warum all dieser Lärm? Adam, du hast mich erschreckt. Du brauchst nicht zu schreien, weißt du? Tut mir leid, es ist nur das... Was macht ihr da überhaupt? Wir machen nichts. Wir haben es gemacht. Was ist los mit ihm? Gringer ist ein Tier, genauso wie die wilden Tiere auf Selkie Island. Sie können den Lärm nicht vertragen. Hä? Welchen Lärm? Den du nicht hörst. Verstehe.
verstehe ich nicht. Es ist ganz einfach, Orko. Dieser VHO steigt mit seinen Schwingungen so in die Höhe, dass nur Tiere ihn hören können. Und was sie hören, mögen sie nicht. Sie fliehen. Naja, das hätte ich auch allein rauskriegen können. Notfall. Kraft. Ausgefallen. Man at Arms. Falls Rovas Kraftschirm ausfällt, bevor Tila den VHO dorthin bringen kann, dann kannst du es selbst sehen, Adam. Die Tiere werden alles übernehmen. Aber warum geht Tila denn dahin? Jemand muss die Verantwortung übernehmen. Nimmt sie den Windrider? Nein, dort zu landen wäre zu gefährlich. Wie denn? Sie fährt mit dem neuesten, schnellsten Schiff der Eternia-Marine. Oh Mann! Ich hätte nichts dagegen, dieses Schiff zu sehen. Warum fährst du denn nicht einfach mit? Ich meine, man weiß nie, ob Tila nicht Tiemens Hilfe brauchen könnte. Bereithalten zum Ablegen! Gibt es irgendwas zu tun für mich, wenn du weg bist? Wie wär's, wenn du Adam im Auge behalten würdest und siehst, dass er nicht in Schwierigkeiten kommt? Klar, mach ich. Ich bringe diesen VAO besser in meine Kabine. Wiedersehen, Orko. Wiedersehen, Tila. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Fertig machen zum Leinen los. Du da, nicht faulenzen. Schiff fährt wirklich schnell. Bei dieser Geschwindigkeit werde ich im Nu dort sein. Adam, was machst du denn hier? Ich dachte, den Spaß will ich miterleben. Nun muss ich auch noch auf dich aufpassen. Endlich! Der Oszillator ist auf dem Weg hierher. Wenn ich ihn erstmal besitze, kann ich jedes Tier auf Eternia beherrschen. Selbst Beastman. Und vielleicht Skeletor genauso. Ich kann kaum glauben, wie schnell wir fahren. Was war denn das? Scheinbar haben wir irgendetwas gerammt. Sieh mal! Oh nein! Was ist das? Das ist Kraken, das größte Seemonster auf Eternia. Er zermalmt das Schiff, wenn wir nicht was unternehmen. Es wird mir hier ein bisschen zu voll. Jetzt mal sehen, wie ich das anfangen werde. Hat dir noch niemand gesagt, dass es unhöflich ist zu grapschen? Der Kraken bringt das Schiff zum Sinken. Hier sind wir! Die Seeleute sind gerettet, aber ich kann Tila nirgends sehen. Tila, wo bist du? Ich muss sie finden. Falls Tila dort in der Falle sitzt, hat sie vielleicht ein Luftloch gefunden. Der VHO ist weg. Flossen wie Rasiermesser. Die fressen sich durch alles hindurch.
immer. Ein Roboter! Ich frag mich, was jetzt noch kommt. Das muss wohl ein Rückkehrsignal sein. Wenn ich ihm folge, finde ich Tila vielleicht. Und noch eine Menge mehr. Es kommt aus dieser Richtung, aber es ist noch sehr weit weg. Schild ist schwach, aber es hält noch. Vater, das ist der letzte Laser und er hat beinahe keine Kraft mehr. Ich wünschte mir, dass wir nie hierher gekommen wären. Junge, als König Randor mich zum königlichen Geschichtsschreiber bestellte, war es eine große Ehre. Und es war meine Aufgabe, hierher zu kommen. Ich weiß, aber diese alten Ruinen sind nichts weiter als ein Haufen Abfall. Vielleicht für einige. Aber einmal war dies eine wunderschöne Stadt. Willst du denn nicht herausfinden, wer hier gelebt hat und was mit ihnen passiert ist? Ich glaube schon. Ich meine, ich will etwas lernen und eines Tages möchte ich nun genauso sein wie du, Vater. Aber im Augenblick sind wir beide ein bisschen ängstlich. Stimmt das nicht? Es wird Hilfe kommen, Justin. Wir müssen es glauben. Wenn wir glauben, wird alles möglich sein. Hallo? Ist da jemand? Hier ist Hover auf dem Island of Selkie. Können Sie mich hören? Wir sind in Schwierigkeiten. Großen Schwierigkeiten. Hup, hab ihn verloren. Schön dunkel hier drin. Ist das etwas besser, He-Man? Merman, ich hätte es wissen sollen. Du bist wohl nicht glücklich, mich zu sehen. Warum sagst du da nicht guten Tag zu deiner Freundin? Tila! Nun, warum hilfst du ihr nicht? Freundlichen Wettkampf!
Der Gewinner darf Tila behalten. Warum sollte ich verlieren, ne? Dann schieß los. Gut gemacht. Aber jetzt komm ich. Nein. Ja. Und jetzt nehme ich Tila und verschwinde von hier. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Er ist hinter Kraken her. Dann holen wir uns Kraken. Nachgesucht? Danke. Nun schwimm zurück. Ende von Mermen, aber ich habe den VHO fallen lassen. Keine Sorge, ich hole ihn. He-Man? Hey, du kannst jetzt wieder auftauchen. He-Man! Hilfe! Adam? Tila! Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Aber ich dachte, ich meine, und woher hast du das? Hä? Ach, du meinst das? He-Man hat es mir gegeben. Sag mal, können wir jetzt an Land gehen? Ich meine, dieses Schwimmen hat mich völlig fertig gemacht. So, das wär's. Wir haben kein Kraftschild mehr. Und auch keine Laser. Sie kommen! Bleib ganz ruhig, Sohn. Vater, da ist Tila! Ja, und Adam. Oh, wie ich mich freue. Puh, klingt, als ob wir es gerade noch geschafft haben. Klingt? Das ist komisch. Ich höre überhaupt nichts. Der VHO arbeitet perfekt, Huber. Von jetzt an seid ihr beiden sicher. Das ist klasse. Jetzt können wir beide an die Arbeit zurückgehen. Ich meine, diese alten Ruinen waren einst eine wunderschöne Stadt. Wir müssen herausfinden, wer hier lebte und was mit ihnen passierte. Nicht, Vater? Richtig, mein Sohn. Ich fange jetzt an, und zwar gleich. Nun, ihr zwei, ich sage euch, eine Aufgabe ist erledigt. Da
Dank an He-Man. Er hat mich vor Kraken und Merman gerettet. Und? Er hat auch den VHO gerettet. Ich dachte, du hättest das getan. Oh, nun, weißt du, der ist das viele Wasser, nämlich du, da draußen. Wasser? Wie viel war's Wasser? Oh, bin ich froh, dass ich zu Hause geblieben bin. Ova und Justin sind wirklich mit knapper Not davongekommen. Aber wenn jemand ein Forscher oder Naturwissenschaftler ist, dann begegnet er vielen Gefahren. Und doch, im Verlauf der Geschichte gab es tapfere Männer und heroische Frauen, die bereit waren, sich als Erste dem Unbekannten zu stellen, die Gefahren herauszufordern, sodass andere ohne Furcht folgen konnten. Es sind diese unbesungenen Helden, denen wir so viel zu verdanken haben. Bis bald!